Gelder, die Sie von einem Konto entnommen haben, dabei kann ein Konto ein Kassen- oder ein Geschäftskonto sein, sollten Sie natürlich in Wabi Profi 3 eintragen. Dazu steht Ihnen Eingangsrechnungen und Ausgaben in der Mitte zur Verfügung. Was können wir damit tun? Hier tragen Sie alle Rechnungen ein, die Sie erhalten. Dabei ist es egal, ob es jetzt zum Beispiel eine Warenlieferung Ihres Lieferanten ist, ein Tankbeleg, das heißt ein Geld, das Sie von der Kasse herausgenommen haben, Bürobedarf, was weiß ich, Kundenbewirtung, keine Ahnung, was es halt noch so alles gibt, eventuell, was weiß ich, Umsatzsteuer, Vorauszahlungen. Warum sollten Sie das eintragen? Ganz einfach. Dieses Formular oder diese Maske bietet Ihnen Punkt 1 einen Überblick. Was haben Sie bereits alles ausgegeben? Was erwartet Sie irgendwann? Das heißt, wann sind welche Zahlungen fällig? Und Sie sehen auch, oder hier können Sie auch kontrollieren, wenn ein Lieferant vielleicht aus Versehen mal doppelt abbucht, weil er Bankeinzug bei Ihnen hat, dann können Sie das ganz einfach hier sehen, dass Sie sagen, hey Lieferant, du hast vor 3 Monaten schon mal genau die gleiche Rechnung bei mir abgebucht. Also es macht durchaus Sinn und das Wabi Profi 3 kann natürlich eine ungefähre Statistik anzeigen, wo er sagt, okay, lieber Benutzer, du musst jetzt eventuell Umsatzsteuer nachbezahlen oder du bekommst Umsatzsteuer raus. So, da sind wir jetzt bei dem Punkt, jedes System kann dann nur so sauber arbeiten, wie Sie Daten einpflegen. Wenn Sie natürlich diese Maske komplett vernachlässigen, ja, dann bringt es nicht viel. Na, dann haben Sie auch keinen schönen Überblick oder keinen schönen Überblick. Deswegen gehen wir jetzt gleich in die Praxis. Und wir fangen mit einem total simplen Beispiel an. Okay, wir wollen einen neuen Tankbeleg erfassen. Hierzu sagen wir einfach, wir brauchen einen Beleg. Also Sie treten irgendwo als Endverbraucher auf und sagen, okay, den lege ich jetzt nicht extra an. Wabi Profi 3 kann natürlich auch, und das empfehle ich Ihnen, wenn Sie Warenlieferungen haben, den Lieferanten natürlich an dieser Stelle auszuwählen, zeige ich Ihnen aber nachher. Wir machen jetzt die simple Variante. Wir sagen, es ist ohne Lieferant, weil Sie einfach getankt haben. Nun sagt Wabi Profi 3, lieber Benutzer, bist du hier dort in Klartext oder auf Deutsch als Endverbraucher aufgetreten, das heißt, so wie jeder andere auch, was bei einem Tanken normal der Fall ist, sagen Sie, ja, bin ich einfach auf Übernehmen. Hier geben Sie das Belegdatum ein. Hier könnten Sie die Belegnummer eingeben oder Sie sagen, ist ja egal, ich sage, ich war an der Tankstelle und war dort tanken. So geht's auch. Dann geben Sie den Betrag ein und hier gibt es die Betragsspalten 1 bis 4, die den dementsprechenden Mehrwertsteuersätzen, die Sie im System hinterlegt haben, 1 bis 4 zugeordnet werden können. Auch können Sie in den Spalten dann daneben, dementsprechend hier in der Reihe für 19%, Fracht oder Versandversicherung eintragen. Aber in unserem Beispiel bei Tanken haben wir das nicht und es ist jetzt die simple Variante, wir haben es für 60 Euro getankt. Ich drücke einfach Enter, gehe durch diese Felder durch, weil mich die bei Bürobedarf, also bei Waren, die Sie direkt mitgenommen haben, wohl kaum interessieren. Rabatt habe ich an der Stelle nicht bekommen. Wenn Sie sagen, ich habe hier 10 Euro Rabatt bekommen, dann zieht Ihnen Wabi Profi 3 und Sie sehen das hier in dem roten Feld vom ursprünglichen Betrag den Rabattbetrag ab, so damit sich die Originalsumme um die Rabattsumme verringert. Haben wir aber nicht. Das heißt, wir tanken ja nur. Genauso könnten wir hier einen prozentualen Rabattsatz hinterlegen und Wabi Profi 3 würde dann automatisch den Betrag ausrechnen und ihn dann vom Originalbetrag abziehen. Haben wir an der Stelle auch nicht, weil wir haben ja... Wir wollen nur tanken. Bei geplantes Zahlungsziel geben wir eventuell ein ausgehandeltes Zahlungsziel für eine Warenlieferung an. Mit dem Beispiel haben wir es auch nicht. Okay, wichtig ist es der Verwendungszweck. Hier sollten Sie etwas reinschreiben oder aufgrund einer Definitionsliste, die Sie natürlich selber zusammenbasteln können, einen Eintrag auswählen und zuordnen. Nun speichern wir das Ganze. Was haben wir gemacht? Wir haben einfach einen Beleg jetzt erfaxt, schönes Wort, neu eingetragen. Das heißt, wir sagen, wir waren tanken. Diese Information sagt nichts anderes, wir haben einen Beleg. Oder Sie haben jetzt Wabi gesagt, ich habe einen Beleg. Ja, Wabi weiß nicht, was Sie jetzt damit tun wollen. Ist der jetzt bezahlt? Wird der später bezahlt? Von welchem Konto wird der bezahlt? Wurde der Teil bezahlt oder haben Sie irgendwas storniert? So, ich habe jetzt noch einen zweiten mit eingegeben, hier Bürobedarf, nur damit Sie es einfach mal sehen. Aha, jetzt haben wir zwei drin. Das heißt, diese Belege sind jetzt noch nicht bezahlt. Und hier haben wir unter dieser großen Liste, haben wir ein Filteroptionsfeld, wo Sie sagen können, ich will etwas sehen.
das einfach Tanken zum Beispiel sich nennt, und dann zeigt er alles Tanken an, ne? Oder wo TAN drin vorkommt, oder ich sage Bedarf, na, dann sucht er hier nach überall, wo Bedarf vorkommt. So kann er natürlich auch nach einer Belegnummer suchen. Sie können hier drin suchen, dass Sie sagen, ich will ab den 01.01.2014 bis zum 31.12.2014 alles sehen. Oder Sie könnten auch sagen, von einem Lieferant. Und wenn Sie sagen, nein, ich brauche es ohne Lieferant, dann wählen Sie hier ohne Lieferantenzuordnung oder klicken hier auf das X. Dann haben Sie die Möglichkeit zu sagen, ich will nur die bezahlten Ausgaben sehen, und da haben wir jetzt nichts drin, weil wir noch keine Ausgabe bezahlt haben, das wir aber gleich machen. Und dann könnten Sie natürlich sagen, wenn ich eine Ausgabe bezahlt habe, möchte ich auch sehen, okay, nur die, die ich zum Beispiel vom Geschäftskonto hinterlegt, also bezahlt habe. Wo kommen jetzt diese Konten her? Ganz einfach. Die haben Sie unter Anwendungen, Buchhaltung und Konten eingetragen. Okay, weil Wabi Profi 3 braucht ja Konten, damit er was verbuchen kann. Das machen wir jetzt. Wir wollen jetzt unseren Tankbeleg buchen. Zum einen, ich sage jetzt, diesen will ich jetzt bezahlen. Hier unten rechts haben wir bezahlen. Eine Bezahlung kann ich jetzt anlegen oder können Sie jetzt anlegen, indem Sie auf Neu klicken. Sie wählen den Ort der Ausgabe aus, zum Beispiel, das haben Sie vom Geschäftskonto bezahlt, weil Sie es per EC bezahlt haben, und könnten nun eine Kategorie hinterlegen. Wenn Sie sagen, brauche ich alles nicht, ja, dann wählen Sie halt einfach sonstige Ausgaben. Dabei ist es egal. Bei den Kategorien gibt es den einen und denselben Ausgabenort in oftmals verschiedenen Mehrwertsteuersätzen. Dabei ist es egal, ob Sie jetzt 7, 0 oder 19% wählen, weil Wabi Profi 3 kümmert sich automatisch um die richtige Verbuchung des ursprünglichen Mehrwertsteuersatzes. Für diejenigen unter Ihnen, die BWL oder Betriebswirtschaft hatten, oder die mit Kontenbuchen sich ein bisschen auskennen, sagen, alles klar, ich verstehe das. Diejenigen, die das nicht hatten, für die ist es vielleicht zu Anfang nicht ganz schlüssig, da fragen Sie einfach Ihren Steuerberater. Ich gebe Ihnen hier lediglich den richtigen Weg mit, so wie Sie es handeln müssen. Für Detailinformationen, also was das Steuerrecht betrifft, bitte Ihren Steuerberater fragen. Okay, ich sage jetzt mal einfach 0% sonstige Ausgaben. Sie können an dieser Stelle sagen, ich will es aber sehr, sehr detailliert haben. Und Sie können hier Ihre eigenen Kategorien eintragen, die Ihren Kontenrahmen SKR 30, 40, 60, 70 und so weiter entsprechen. Auch können Sie zu den jeweiligen Kategorien die dazugehörige oder für Sie gültige DATEV-Kontonummer eintragen, die Sie wiederum bei Ihren Steuerberater erfragen. Okay, nun geben wir das Datum der Bezahlung an. Die Datumsfelder haben schöne Funktionen, die Ihnen hier in der Toolbox aufgelistet werden. Ich drücke einfach H für heute. Dann sage ich, das war am 24. Und den Betrag, und nun sage ich Speichern. So, wenn ich jetzt nicht so viel geredet hätte, dann wäre diese Ausgabe innerhalb von 10 Sekunden jetzt verbucht gewesen. Ja, neu, zack, 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 fertig. Und nun, wenn wir die Liste anschauen, ist unser Tankbeleg weg. Warum ist er weg? Weil er bezahlt ist. Und wir sehen hier, bei nur bezahlte Ausgaben anzeigen, sehen wir unseren Tankbeleg. Auch sehen wir hier darunter, wie der Beleg bezahlt wurde. Und zwar sehen wir, dass der am 24.02. in Höhe von 60 Euro vom Geschäftskonto bezahlt wurde. Okay, dann gehen wir hier wieder raus und sagen, wir wollen jetzt den anderen bezahlen. Diesen Bürobedarf gehen wir jetzt auf Bezahlen. Wir sagen hier neu. Oder machen wir es anders? Ja, es hängt irgendwo damit zusammen. Also, Sie können natürlich in der Kasse, muss ich jetzt so machen, wenn Sie etwas aus der Kasse bezahlt haben, so einen neuen Umsatztag will er, mache ich jetzt einfach mal. Wenn Sie etwas aus der Kasse bezahlt haben und einen Tagesabschluss machen, wir sind jetzt zwar hier im Zwischenbericht, aber der Tagesabschluss ist ähnlich, haben Sie die Möglichkeit, hier auf Ausgaben zu gehen. Das empfehle ich Ihnen auch. Das heißt, wir landen hier wieder genau, weil Sie sagen, ich will eine erfasste Ausgabe bezahlen, und das tun wir jetzt auch. Ich sage, ich habe eine neue, also nicht eine neue, ich will jetzt diesen Bürobedarf, den wir ja erfasst haben, jetzt bezahlen, und zwar von der Kasse. Hierzu klicke ich auf Neu und sage, von der Kasse habe ich jetzt diesen Bürobedarf genommen. Ja, und machen wir wieder Sonstige. Und ich zeige Ihnen das dann auch gleich, wie es aussieht. Na, wo haben wir es? Na, mag mich die Maus nicht. Ich sage jetzt mal 7% und sage Speichern. So. Jetzt ist der Beleg hier wieder weg. Wir wissen, er ist bezahlt, und wir sehen, er ist hier von der Kasse bezahlt worden.
Wenn wir uns das im Tagesjournal anschauen, sehen Sie, dass bezahlte Ausgaben von der jeweiligen Kasse sofort im Zwischenbericht oder natürlich im Tagesjournal, also im X- oder Z-Bon, erscheinen. So, das ist schon mal sehr, sehr gut. So, somit ist jetzt natürlich unsere Liste hier oben leer. Das heißt, wir haben keine Rechnungen mehr, die in Zukunft bezahlt werden müssen von unserer Seite. Und wir sehen das hier bei den dementsprechend bezahlten, dass die jetzt hier drin sind. Jetzt kommen wir mal zu den Verbuchungen, damit Sie vielleicht den Zusammenhang an der Stelle etwas verstehen. Ich weiß, das ist komplex, das ist jetzt viel das Video, aber da müssen wir jetzt leider durch. Denn Wabi Profi 3 bietet Ihnen diese tolle Schnittstelle und diese tolle Verwaltungsoption, aber Sie müssen sie halt auch verstehen. So, unter Anwendungen, Buchhaltung und Buchungen gehen wir nun auf unser dementsprechendes Konto. Und wir sehen hier, wir haben jetzt unser Geschäftskonto eingerichtet und wir haben ein Kassenkonto eingerichtet, was im Übrigen keine Hexerei ist und wirklich auch eine Sache auf 30 Sekunden bis eine Minute ist. Okay, und wir sehen hier, dass wir eine Ausgabe haben, hier mit dem Vermerk S für Saldo, also Schulden und HS haben, dass wir bezahlte Ausgaben haben, also sonstige Ausgaben in der Kategorie Tanken mit 19% Mehrwertsteuer. Und wir sehen, dass Wabi Profi 3 automatisch den richtigen Mehrwertsteuer, also den richtigen Mehrwertsteuersatz der ausgewählten Kategorie verwendet hat. Denn wenn Sie sich erinnern, hatten wir gesagt, wir wollen das auf die Kategorie sonstige Ausgaben mit 0% verbuchen. Macht aber keinen Sinn, wenn der Beleg mit 19% belastet ist. Also das macht Wabi Profi 3 für Sie dann und sagt, ich schaue nach, lieber Benutzer, ob du das richtig gemacht hast. Sehen wir auch hier unten nochmal im Detail die Belegnummer, die Kategorie, den Verwendungszweck, den Betrag und den Mehrwertsteuersatz. Auch sehen wir natürlich jetzt hier in der Kasse 1 unsere Büromaterial. Das hatten wir auf die Kategorie sonstige Ausgaben mit 7% ausgewählt. Wabi Profi 3 sagt, sonstige Ausgaben mit 7% passt nicht, weil der Beleg ist ja mit 19%. Also verbucht er das gleich richtig, sehen wir hier unten. Also das ist ganz cool, das ist relativ easy. Da passt Wabi Profi 3 auf Sie, damit Sie nicht ganz so viel verkehrt machen können. So, jetzt wollen wir mal Folgendes machen. Wir wollen jetzt einen Waren, jetzt machen wir es kompliziert, wir wollen einen Warenlieferungsbeleg. Also das heißt, Sie haben Ware vom Lieferanten bekommen und diesen Beleg wollen wir jetzt erfassen. An der Stelle möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Sie bei Ihren Lieferanten, wir nehmen jetzt mal den Schraubenlieferanten, unter Einstellungen hinterlegen können, wie denen seine Rechnungen behandelt werden. Hier unten links. Dazu gehen wir auf Ändern. Da können Sie sagen, standardmäßig ist es zum Beispiel, da könnten Sie sich eine Kategorie anlegen, Wareneinkauf. Machen wir einfach schnell. Hierzu klicken wir auf Anwendungen, Buchhaltung und Kategorien. Und nun sagen, ich brauche schnell eine neue Kategorie. Die sage ich Wareneinkauf. Wareneinkauf ist gut. Das ist generell eine Ausgabe, die hat standardmäßig 19%. Der Beschreibung brauche ich keine, Datev-Nummer weiß ich nicht. Und der soll mir automatisch die Unterkonten mit allen verfügbaren Mehrwertsteuersätzen zum Zeitpunkt der Anlage anlegen. Und ich sage, pass mal auf, Automatik. Was bedeutet das? Nur ganz kurz. Hier macht Wabi Profi 3 nach dem Speichern alle Mehrwertsteuer, die Sie im System hinterlegt haben, eine Kategorie hinzu. Und Automatikkonto bedeutet, wenn sich ein Mehrwertsteuersatz ändert, zum Beispiel von 19 auf 20%, wird automatisch für dieses Konto ein erhöhter Mehrwertsteuer, also eine neue Kategorie mit 20% angelegt. Also so, damit Sie sich um gar nichts kümmern brauchen. Hier sagen Sie, pass mal auf, was habe ich denn hier, das ist vorsteuerberechtigt mit 19% und ich speichere mir das Ganze jetzt. Jetzt sagt er, mit 7% hat es angelegt, mit 0% und jetzt müsste eigentlich hier unten bezahlter Wareneinkauf sein, sehen Sie es, mit 19, mit 7 und mit 0%. Cool. Das sollten wir jetzt zur Auswahl haben. Na, wo ist es denn? Warenach, da ist es ja. Wareneinkauf, genau, was wir gerade angelegt haben. So, standardmäßig sagen Sie, wenn der Lieferant mir was liefert, ist es meistens ein Wareneinkauf. Dann bezahlen Sie standardmäßig von einem Konto, Geschäftskonto. Und hier sagen Sie, wie sind denn die Beträge? In der Regel sind Warenlieferungen zu Ihnen nicht brutto, sondern netto. Frachtbeträge sind wahrscheinlich eher nicht skontierbar, genauso wie Versandversicherungen.
Aber wenn Ihr Lieferant es anders handelt, können Sie das hier eintragen und auswählen, das heißt schon vorbelegen. Wir wollen jetzt von unserem Schraubenlieferant jetzt eine Rechnung erfassen. Wir sagen einfach neu, von unserem Lieferant übernehmen. Das war unser Schraubenlieferant. Hier sage ich übernehmen. Und jetzt gebe ich Ihnen die Belegnummer an. Rechnung 1, 2, 3, 4, 5. Mit einem Betrag. So, wir sagen jetzt, dieser Schraubenlieferant hat verschiedene Waren uns geliefert. Einmal im Wert von 100 Euro mit 19% und einmal mit 90 Euro im Wert von 7%. Was macht Wabi Profi 3? Er rechnet automatisch den Gesamtbetrag hier gleich aus. Denn 100 plus 19 sind 119 und 90 plus 7 sind dementsprechend 90 plus 7%, keine Ahnung wie viel, macht auf jeden Fall 215,30 Euro aus. Auch könnt ihr natürlich hier sagen, mehrwertsteuerbefreite Umsätze, wenn Sie Briefmarken oder irgendwie sowas gekauft haben. Ach ja, mehrwertsteuerbefreite Umsätze oder Beträge immer in der Spalte 4 eintragen, nicht in der Spalte 3, denn in der Spalte 3 könnte es ja sein, dass irgendwann ein dritter Mehrwertsteuersatz hinzukommt, den zum Teil Blumenhändler schon haben. So, also, dann sagen wir, okay, wir haben auch Fracht bezahlt. Und zwar 5 Euro, also anteilsmäßig 5 Euro und da, keine Ahnung, 4 Euro. Frachtkosten und Versandversicherungen sind immer brutto einzugeben, wohingegen Warenwerte immer, also dementsprechend die Einstellung des Lieferanten erben. Weil Sie haben ja gesagt, das ist netto. Wie mache ich hier brutto draus? Rechtsklick drauf, plus Mehrwertsteuer. Hier auch Rechtsklick, plus Mehrwertsteuer. Demzufolge könnten Sie auch hier sagen, minus Mehrwertsteuer. Okay? Rechtsklick, okay. Also Fracht- und Versandversicherung müssen an der Stelle immer brutto eingegeben werden. Dann geben wir hier unser Konto ein, 3%. Er zieht es automatisch ab. Und hier können wir das Zahlungsziel setzen, dass wir sagen, das ist eben am 13., naja, am 3. März fällig. Als Verwendungszweck machen wir hier unseren Wareneinkauf und speichern das Ganze jetzt ab. Jetzt wird es nämlich ein bisschen komplizierter bei den Buchungen. Wir haben einen ursprünglichen Betrag von 225,53 abzüglich Skonto, also, das ist Skonto, also ohne Skonto, und abzüglich Skonto sind es 219,07 Euro. Jetzt können Sie sagen, ich will das ganze Ding bezahlen oder ich will einfach einen Betrag stornieren. Betrag stornieren bedeutet, Sie können jetzt hergehen und können sagen, ich will jetzt 9 Euro, 5 Euro irgendwas stornieren, weil Sie mit Lieferanten vereinbart haben, aufgrund eines Defekts oder nachverhandelt haben, dass der gesagt hat, okay, lasse ich dir 5 Euro nach. In der Regel brauchen Sie das hier nicht, weil Sie bei Beanstandungen im Normalfall wohlgemerkt vom Lieferanten eine Gutschrift bekommen und diese Gutschrift erfassen Sie einfach neu. Natürlich dann mit Minusbeträgen, weil eine Gutschrift ist ja negativ. Also dann machen Sie zum Beispiel minus 100 Euro. Und ja, also, aber Sie hätten die Möglichkeit, hier Teilbeträge zu stornieren. Ratenzahlungen könnten Sie natürlich hier auch erfassen, dass Sie sagen, Sie wollen das alles jedes Monat in Höhe von 20 Euro bezahlen. Und dann könnten Sie das hier automatisch übernehmen lassen. Braucht man eher auch selten. Was wir jetzt machen, wir machen eine Bezahlung. Wir sagen, vorher machen wir vielleicht eine Datensicherung, um Ihnen diese beiden Varianten zu zeigen. Denn wir machen jetzt zuerst eine Komplettbezahlung. Wir sagen, wir wollen eine neue Bezahlung anlegen. Und jetzt kommen schon diese Informationen, die von den Einstellungen des Lieferanten herrühren, weil Sie gesagt haben, standardmäßig wird es vom Geschäft bezahlt und standardmäßig ist es ein Wareneinkauf. Dann geben Sie nur noch das Datum der Bezahlung ein und den Betrag. Auch könnten Sie natürlich sagen, mit Skonto oder ohne Skonto. Für diejenigen unter Ihnen, die gerne abrunden, die irgendwas gern beim Lieferanten abziehen, die sollten tatsächlich diese Funktion nehmen, Teilbetrag stornieren. Dann geben Sie dort diesen stornierten oder den Abzugsbetrag einfach ein, wo Sie sagen, den behalte ich ein, 43 Cent, da gibt es manche von Ihnen, und geben das dort ein. Und weil hier haben Sie keine Möglichkeit, Beträge oder irgendwas abzuschreiben oder runter zu reduzieren, weil dieses System sagt, ich habe einen errechneten Restbetrag. Und solange dieser errechnete Restbetrag nicht bezahlt ist, ist diese Rechnung offen. Eigentlich logisches Prinzip. Okay, Kontoauszugsnummer. Hier würde ich Ihnen empfehlen, die rechts oben oder links oben, je nachdem wo Sie sind, bei welcher Bank, haben Sie eine Kontoauszugsnummer stehen, zum Beispiel 10,1, auch die einzutragen oder 1,5, wie auch immer. Und dann speichere ich das Ganze ab.
Nun ist diese Rechnung bezahlt und ist auch bei den offenen Positionen weg. Wir sehen es bei den bezahlten Positionen. Und nun sehen wir uns die Buchung mal im Detail an. Dazu klicken wir in der Menüleiste auf Anwendungen, Buchhaltung und Buchungen und sehen uns das Geschäftskonto an, auf dem wir diesen Wareneinkauf verbucht haben, mal an. Hier haben wir unsere Buchungsdatensätze. Das heißt, das macht Wavi Profi 3. Weil wir haben gesagt, wir haben für 100 Euro netto plus Steuer einen Wareneinkauf mit 19% gehabt, das mit 7% und das sagt also 119 Euro, muss ich jetzt mal vom Geschäftskonto abziehen, auf die Kategorie Wareneinkauf mit 19. Hier habe ich auf die Kategorie Wareneinkauf mit 7 die 96,30 und wir haben bezahlte Frachtkosten in Höhe von 19 und 7%, die wir im System oder in Wavi Profi 3 ja hinterlegt haben bei den Ausgaben. So, und jetzt kommt's. Sie haben ja natürlich auch Skonto abgezogen und dieses Skonto wird natürlich je nach beinhalteten Mehrwertsteuersätzen aufgeteilt. Und das macht Wavi Profi 3 auch, indem Sie zwei zusätzliche Buchungsdatensätze haben. Und zwar mit dem Skonto, das Sie ja erhalten haben. Also etwas, das Sie erhalten, wird hinzugebucht und das, was Sie abgeben müssen, das heißt Wareneinkauf und so weiter, wird ja abgezogen. Das heißt, somit sind Wareneinkauf, Frachtkosten, Versandversicherungen immer in der Kategorie S für Soll und etwas, was Sie erhalten haben, Skonto im Haben. Aber es ist rechnerisch richtig und es ist auch Franz ein Steuerberater, das passt schon so. Dann haben wir einen Verbuchungsbetrag von 219,07 €. Wenn wir uns das nochmal in der Rechnung anschauen, dann haben wir hier für unsere Rechnung 219,07 € als Zahlbetrag, den Wavi an der Stelle dann auch richtig verbucht hat. Okay, das mag jetzt, wie gesagt, für den einen oder anderen etwas verwirrend sein, weil er sagt, hä, wie, ja, ich weiß, das Steuerrecht ist halt nicht ganz so easy, ich bitte da um Nachsicht, aber ich kann da nichts dafür. Es ist unser Gesetzgeber, der hat es so erfunden. Ist ja nichts Schlimmes, aber einfach Steuerberater fragen, wenn sie es ja nicht ganz auskennen. Kommen wir zu weiteren Geschichten, wo Sie sagen können, diese Leiste da unten, was bedeutet das? Kennwasen Kundenstamm, das heißt, haben Sie einen Lieferanten hinterlegt, können Sie einfach mal schnell auf S klicken, um sich alle Lieferanten mit S anzuzeigen oder die mit H beginnen, also vom Meier, vom Schmidt und so weiter. Ich habe jetzt mal hier ein paar Lieferanten mehr, also ein paar Rechnungen mehr angelegt auf die Schnelle, damit Sie das Beispiel sehen. Wenn ich auf H klicke, sehe ich alle Hosenlieferanten, also alle Lieferanten, die mit M beginnen. Wenn ich auf M klicke, dann habe ich alle Musterlieferanten. Sternpunkt Stern ist auf alle Lieferanten. Eine sehr, sehr schöne Funktion ist es, wenn Sie sagen, ich stelle mich jetzt mal auf die H. Somit erhalten Sie alle Lieferanten, die mit H beginnen. Jetzt kann es aber sein, dass die Liste trotzdem relativ lang und unübersichtlich ist oder wird. Wenn Sie jetzt nur einen speziellen Lieferanten sehen wollen, haben Sie hier die tolle Möglichkeit, einfach den Hosenlieferant doppelt zu klicken. Nun macht Wavi Profi 3 einen Filter auf den Hosenlieferant und wir sehen es vielleicht hier unten bei der Filteroption. Er sagt hier, Lieferant ist Hosenlieferant. Dann zeigt er Ihnen hier alle vom Hosenlieferant an, die Sie jetzt ganz, ganz einfach buchen, sprich bezahlen könnten. Einen gesetzten Filter können Sie dieses X an der dementsprechenden Stelle entfernen oder Sie machen hier in der Liste einfach wieder einen Doppelklick und er zeigt Ihnen wieder den vorhergehenden Filter an, also sprich das H, weil Sie gesagt haben, ich will nur alle H-Hosenlieferant sehen. Sternpunkt Stern zeigt Ihnen alle an. Beispiel, Doppelklick auf Musterlieferant, stehe ich auf den Musterlieferant. Wieder Doppelklick drauf, wird der Filter entfernt. Also das ist eine tolle Option, wo man Sachen sehr, sehr schnell sehen kann. Ja, jetzt kommen wir auch langsam zum Ende von diesem Video. Ich weiß, das war jetzt nicht viel. Ein paar Kleinigkeiten haben wir noch. Einen Lieferanten sollten Sie erst dann löschen, wenn für diesen, oder andersrum. Wenn Sie bezahlte Informationen, also sprich bezahlte Rechnungen haben, sollten Sie nicht einfach hier auf Löschen klicken, sondern Sie sollten sagen, wenn Sie sich da vertan haben, dass Sie sagen, das hat nicht gepasst, ich habe mich da irgendwas falsch eingegeben, sollten Sie auf Bezahlen gehen und dann diese Bezahlung, die Sie zuvor getätigt haben, wieder löschen. So, nun ist diese Bezahlung heraus und die Rechnung ist jetzt bei den offenen Rechnungen vorhanden, die Sie nun erneut buchen oder korrigieren könnten. Dass Sie sagen, ich habe mich vertan, wie auch immer. Das war nicht die Rechnungsnummer 12345, sondern es war die Rechnungsnummer 12345, dann an dieser Stelle neu einfach ändern.
Okay, soweit zu dem. Was vielleicht auch eine schöne Funktion ist, die ich jetzt an der Stelle vergessen habe, bitte Verzeihung, machen wir einfach. Wir machen eine Rechnung. Das heißt, wenn die Liste unheimlich lang ist und Sie wollen eine Rechnung eingeben eines Lieferanten, ja, sagen wir, okay, mach mal. Und jetzt gebe ich die Rechnung an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Überprüft Wabi Profi 3. Nun, wenn Sie einen Lieferanten ausgewählt haben, ob die von Ihnen eingetragene Rechnung schon existent ist. Und hier sagt er, hey, die Rechnung habe ich schon, lieber Benutzer, die hast du schon eingegeben. Das heißt, Sie haben hier zugleich eine Sicherheit, wo Sie wissen, ah ja, Wabi passt ein bisschen auf mich, dass Sie keine Rechnungen fünffach eingeben. Weil es kann ja passieren, im Eifer des Gefechts, im Ladenstell eingeben, dann Datensicherung mit heimnehmen, dann nochmal eingeben. Kann Ihnen also mit Wabi Profi 3 nicht passieren, denn er sagt, ich passe ein bisschen auf dich und schau mal, ob du das schon eingegeben hast. Weil ich weiß, oder weil Wabi Profi 3 einfach weiß, wie stressig manchmal der Arbeitsalltag eines Ladeninhabers sein kann. Dann kommen wir zu der Funktion Drucken, ist eigentlich selbstsprechend. Hier wählen Sie aus, welchen Zeitraum Sie haben, also Sie sehen wollen, ob Sie alle Ausgaben sehen wollen oder was weiß ich, nur die offenen oder nur die bezahlten oder die laut Liste in Ihrem Hauptformular. Denn Sie können ja diese Liste hier filtern und wollen sagen, Sie wollen nur alle, wie wir es gerade vorhin gezeigt haben, zum Beispiel alle da, H für, also alle Hs sehen, alle Lieferanten mit H. Und dann zeigt den Wabi Profi 3 nur die Liste an. Also das heißt, das, was Sie in der Liste sehen, kommt auch zum Ausdruck. Okay? Wenn wir hier sagen alle, dann zeigt es Ihnen auch an. Dass wir sagen drucken. Alle Ausgaben machen wir so. So, jetzt hat... Dann zeigt er Ihnen dementsprechend alle Ausgaben an von allen Konten, weil wir keinen Filter gesetzt haben. Und Sie sehen hier, machen wir das ein bisschen größer vielleicht. Und Sie sehen dementsprechend das Datum, den Beleg, Sie sehen auch den Verwendungszweck und Sie sehen, ob das ganze Ding schon bezahlt ist oder noch nicht. Weil dann heißt er hier bezahlte Ausgabensumme. Und genau das sehen wir auch unten, Gesamtsumme der Ausgaben, also aufgrund Ihrer Liste natürlich, das was Sie storniert haben, was wurde bezahlt und was ist noch offen. Was, wie ich finde, eine tolle Funktion ist, ist das Scannen von Ausgaben. Wenn Sie unsere Dokumentenverwaltung haben, die ein optionales Modul ist, also das können Sie ja hinzubuchen, also hinzuerwerben, sagen wir so, haben Sie die Möglichkeit, eine eingegebene Ausgabe noch einzuscannen. Das heißt, Sie können direkt aus Wabi Profi 3 die Rechnung jetzt erfassen, zum Beispiel von unserem Schraubenlieferant, und sagen nun Ausgabe scannen. Nun, und das ist richtig cool, genau, werden Sie zum Dokumentescannen von Wabi Profi 3 weitergeleitet. Wabi Profi 3 füllt gleich alles richtig aus, sagt, es war eine Ausgabe vom Lieferanten mit der Nummer 6, mit der Rechnungsnummer vom Datum. Und dann können Sie sagen, ich will das ganze Ding auf meinen Scanner, Flachbettscanner, Multifunktionsgerät ausdrucken, einscannen. An der Stelle habe ich schon mal zwar gesagt, aber in einem anderen Video würde ich empfehlen, bei Duplex manuell zu setzen. Denn Flachbettscanner funktionieren oftmals anders als Multifunktionsgeräte. Bei Multifunktionsgeräten macht es Sinn, Duplex manuell zu setzen. Und nun können Sie einfach sagen, scannen wir das ganze Ding ein. Der Scanner wird angestoßen. Das Ding wird jetzt eingescannt. So, die Dateien werden übertragen, es wird dann auf die Festplatte gespeichert und und. Und das Coole an der Geschichte ist wirklich das, also wenn Sie eine mehrseitige Rechnung haben, dann könnten Sie jetzt sagen, ich will die nächste Seite auch einscannen. Das ist toll, diese Funktion, dann haben Sie alle oder die ganzen Seiten einer Rechnung in einem einzigen PDF. Das ist eine coole Funktion, also das heißt, wir sind jetzt fertig, ich sage, ich brauche nichts mehr und jetzt gehe ich auf Ausgang. So, jetzt werden Sie sagen, und nu, das ist ganz einfach. Wir schauen uns jetzt den Lieferantenstamm jetzt verbunden damit an. Wir gehen zu unserem Schraubenlieferant, gehen auf Dokumente und wir sehen nun, dass wir hier R für Rechnung drinstehen haben. Und das ist eine Rechnung, die wir gerade eingescannt haben. Hier haben wir die Rechnung im PDF, das ist einfach ein DIN A4 Blatt, auf dem ich jetzt Rechnung draufgeschrieben habe. Und ja, das haben wir jetzt hier drin. Und das richtig Coole ist es, vielleicht kennen Sie die Situation, Ihr Steuerberater ruft an und sagt, lieber Herr Mustermann, ich brauche schnell die Rechnung vom Schraubenlieferant mit der Rechnungsnummer 12345.
vom 25.02.2014. Jetzt sagen Sie, ja, schön. Dann fangen Sie erstmal suchen an, weil Sie A, nicht wissen, ja, wie war jetzt es mit der, also wie war jetzt es, habe ich jetzt da, wann haben Sie das bezahlt? So gehen Sie halt einfach bei den Ausgaben rein, gehen auf bezahlt die Rechnungen, wählen hier vielleicht den Schraubenlieferant aus, 1, 2, 3, 4, 5 und dann geben Sie, also den Schraubenlieferant aus und geben oben bei Filter 1, 2, 3, 4, 5 an. Und dann haben Sie sofort, also dementsprechend Ihre Rechnung da, wenn er es gefunden hat und wenn Sie alles richtig eingegeben haben, mit der Übersicht der Bezahlungen. Und wenn Sie dann erneut auf Bezahlen gehen, würden Sie auch sehen, auf welchen Kontoauszug Sie diese Nummer finden oder diese Rechnung finden. Das bedeutet, das Auffinden einer Rechnung geht wesentlich schneller. Wenn Sie natürlich sagen, ich habe das alles eingescannt, dann brauchen Sie nicht mal rumsuchen, sondern Sie gehen lediglich bei den Lieferanten hin, auf den Schraubenlieferanten, gehen hier auf Dokumente, stellen sich, suchen die richtige Rechnung aus und sagen Go. Dann haben Sie es dort, also Sache auf 20, 30 Sekunden. Und so kann es sein, wenn Sie es einfach irgendwo reinheften, wie man es ja normalerweise macht, dann kann es halt mal passieren, dass man sucht. Das heißt, wo ist die Rechnung, wann ist sie bezahlt worden? Was heißt ja nicht, wenn sie am 1.2. gekommen ist, dass sie am 5.2. bezahlt wurde. Es könnte ja auch sein, dass sie da Valuta bekommen haben, 3 Monate, dass die dann erst im Mai irgendwann bezahlt wurde. Also es ist eine coole Geschichte, die Ausgaben haben durchaus ihre Berechtigung. Was man vielleicht an der Stelle auch noch mit anschneiden sollten, jetzt werde ich sagen, die hört nicht auf, doch, jetzt höre ich gleich auf, ist folgende Situation. Sie haben ja auch die Möglichkeit, wir erinnern uns, bei den Eingaben und Ausgaben haben Sie die Möglichkeit, ein geplantes Zahlungsziel zu hinterlegen. Das würde ich Ihnen unbedingt empfehlen, beziehungsweise es macht Wabi Profi 3 für Sie automatisch, wenn Sie bei den dementsprechenden Lieferanten bei den Konditionen auch einen Valuta eingetragen haben. Auch wenn es nur ein Standardziel ist, das heißt, wenn Sie sagen, nach 10 Tagen muss ich das Ding bezahlen oder bucht der Lieferant ab, wie auch immer, dann sollten Sie auch das hier eintragen. Oder Sie haben standardmäßig beim Lieferanten 30 Tage Valuta, wie auch immer, dann tragen Sie 30 Tage ein. Das sollte immer ausgefüllt sein, weil wenn es ausgefüllt ist, dann wird automatisch das geplante Zahlungsziel vom System errechnet. Ohne diese Information, wenn es eine Lieferantenausgabe war, weiß Wabi Profi 3 nicht genau, wie denn das Zahlungsziel sein soll. Und jetzt kommen wir eigentlich zum springenden Punkt. Bei den Auswertungen können Sie bei Geschäftsrentabilität sehen, was ist bereits bezahlt und was kommt wann. Also das heißt, was müssen Sie wann bezahlen. Aber was müssen Sie wann bezahlen, funktioniert natürlich nur dann, wenn Sie ein Zahlungsziel eingegeben haben. Und das ist wichtig. Machen wir jetzt einfach mal als Test. Wir haben jetzt hier am 27. nichts drin. Wir tun jetzt einfach mal so, dass eine erfasste Ausgabe, und zwar die von unserem Hosenlieferant in Höhe von 67,80, am 27. bezahlt werden soll. Okay, am 27.2. Jetzt, wenn wir uns die Auswertungen ansehen, sehen wir, dass wir am 27.2. von unserem Hosenlieferant eine zu erwartende Abbuchung oder eine Fälligkeit einer Rechnung haben, zu der wir an der Stelle auch direkt hinspringen können. Das ist absolut cool. Und das ist das Tolle, weil Sie jetzt hier genau sehen, was habe ich, ist schon bezahlt, was ist noch offen und so weiter und so fort. Also ist eine coole Geschichte. Unterschätzen Sie das Ausgabenmodul nicht. Setzen Sie sich ein bisschen damit auseinander, auch wenn es vielleicht am Anfang das ein oder andere graue Haar kostet. Aber ich hoffe, ich habe mit diesem kleinen Video beitragen können, die Verständnis für dieses Modul ja quasi hinwegzublasen, das heißt es zu erleichtern. Ich bedanke mich für die Geduld und die Aufmerksamkeit. Tschüss!